Rindfleisch gehört zum sogenannten roten Fleisch. Da gehört aber nicht nur das Rindfleisch dazu, sondern eben auch Schweinefleisch, Lammfleisch, Ziegenfleisch und solche Produkte, wobei bei uns im Wesentlichen Schweine- und Rind- und Kalbfleisch eine große Rolle spielt. Es gibt eine ganze Reihe von Inhaltsstoffen im Fleisch allgemein. Das macht das Fleisch auch zu einem wertvollen Lebensmittel, also einem wichtigen Bestandteil unserer Ernährung. Man kann es ein bisschen schwer auf eine bestimmte Fleischsorte reduzieren, denn die Inhaltsstoffe unterscheiden sich jetzt nicht so dramatisch zwischen den einzelnen Fleischsorten, mit ein paar Ausnahmen vielleicht. Herausstechend ist für alle tierische Produkte, das gilt nicht nur für das Fleisch, sondern für Milch und Milchprodukte auch, das ist das Vitamin B12, weil das eben nur von tierischen Produkten in unsere Ernährung gelangt und wir das einfach als Vitamin täglich brauchen. Fleisch ist einer der wichtigsten Lieferanten für Eisen. Nicht, dass es ohne Fleisch nicht ginge, es gibt auch andere Eisenquellen. Aber der Eisengehalt von bestimmten Fleischsorten ist halt relativ hoch und es ist relativ einfach, sich mit Eisen über Fleisch oder Fleischprodukte zu versorgen. Und vielleicht sollte man noch das Zink nennen, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig bei komplett fleischloser Ernährung, denn Fleisch liefert eben auch einen gewissen Beitrag zur Zinkversorgung insgesamt. Die Proteinqualität vom Rindfleisch, die kann man zum Beispiel über die biologische Wertigkeit oder eben auch über den Protein Digestibility Amino Acid Score beurteilen. Das heißt, die ist relativ hoch, wenn man bedenkt, beim Hühnereiweiß liegt es zum Beispiel bei 1, beim Rindfleisch ist es jetzt bei 0,87 und allgemein ist es so, dass die Bioverfügbarkeit darin gemessen wird, wie viel körpereigenes Eiweiß der Körper eben herstellen kann aus dem zugeführten Protein. Die Qualität vom Eiweiß, das im Rindfleisch enthalten ist, kann man zum Beispiel durch die Kombination mit anderen Eiweißquellen aufwerten. Das ist vor allem bei einer pflanzlichen Ernährung jetzt aber eigentlich von größerer Bedeutung. Da macht es dann vor allem Sinn, dass man verschiedene eiweißreiche Lebensmittel kombiniert. Beim Rindfleisch wäre es jetzt grundsätzlich gar nicht unbedingt erforderlich, weil die biologische Wertigkeit ohnehin recht hoch ist. Aber wenn man jetzt trotzdem verschiedene Komponenten kombinieren möchte, dann kann man es zum Beispiel mit Hülsenfrüchten oder auch mit Vollkorngetreide kombinieren. Sowohl Rindfleisch als auch andere Fleischsorten haben bei einem höheren Fettgehalt auch einen entsprechenden Beitrag zur eher als ungünstig zu bewerteten Gesamtaufnahme an gesättigten Fettsäuren. In dem Zusammenhang muss man sagen, dass ein hoher Konsum von gesättigten Fettsäuren, der eben über den Empfehlungen der Fachgesellschaften liegt, auch zu einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann, weil durch den erhöhten Konsum die Gesamtcholesterinkonzentration, aber auch die LDL-Cholesterinkonzentration im Blut erhöht wird. Die Fettsäurezusammensetzung, die ist von der Fütterung beeinflusst. Das heißt, wenn ein Rind zum Beispiel im Wesentlichen Grünfutter bekommt, nicht allzu viel Kraftfutter, dann enthält das Rindfleisch einen höheren Anteil an den ungesättigten Fettsäuren und weniger an den gesättigten Fettsäuren. Man spricht immer von Transfettsäuren. Die Transfettsäuren sind wiederum eine Unterklasse der ungesättigten Fettsäuren. Die entstehen zum Beispiel, wenn pflanzliche Öle teilgehärtet werden. Sie werden aber eben auch bei Wiederkäuern im Magen-Darm-Trakt von Mikroorganismen gebildet und sind deshalb eben auch im Rindfleisch oder auch in tierischen Lebensmitteln allgemein, die jetzt irgendwie von Wiederkäuern stammen, enthalten. Auch Transfettsäuren, wenn man sie eben in erhöhtem Ausmaß konsumiert, wirken sich negativ auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit aus und können vor allem auch das Risiko für koronare Herzkrankheit erhöhen. Genau aus diesem Grund ist es eben auch wichtig, bei den Transfettsäuren darauf zu achten, dass man das nicht in erhöhtem Ausmaß konsumiert. Da gibt es unterschiedliche Stufen, Stufe 1 bis 2, 2a, 2b und 3. Und die Organisation, die dahinter steckt, das ist die International Agency for Research into Cancer. Jetzt hat eben diese Organisation das verarbeitete Fleisch in die Stufe 1 als krebserregend eingestuft. Viele verarbeitete Produkte, insbesondere Wurstwaren, enthalten das sogenannte Nitrit. Pökelsalz, das braucht man, um eine gewisse Stabilität der Fleischfarbe zu erzielen. Und von denen weiß man, dass sie unter gewissen Umständen eben krebserregend wirken können. Bei dem starken Erhitzen können eben aufgrund der Inhaltsstoffe des Fleisches ganz viele verschiedene Substanzen entstehen. Im Vordergrund steht da ein bisschen das Grillen und der Kontakt mit der offenen Flamme beim Grillen.
daraus resultiert letztendlich auch die Empfehlung, verarbeitetes Fleisch eben relativ selten zu konsumieren. Auch beim roten Fleisch gibt es so eine Einstufung. Da ist allerdings die Evidenz nicht so überzeugend. Deswegen hat man das in die Stufe 2a, also eine Stufe niedriger, eingestuft. Aber das ist nur ein Verdacht. Und im Prinzip heißt diese Einstufung nur, man sollte sich das in Zukunft in entsprechenden guten Studien genauer anschauen. Wenn du das Fleisch in einem Behälter, also im Vakuum kaufst und nicht gleich verarbeitest, dann ist es natürlich ein bisschen, das im Vakuum zu belassen, im Kühlschrank. Bisschen war bei 3 Grad in dem Bereich, also Kühlschranktemperatur geht ja bis 7 Grad. 7 Grad ist meiner Meinung nach für Fleisch schon ein bisschen hochgemacht und eher trocken aufbewahren. Also ob trocknen, dass nicht der Fleischsaft am Fleisch haftet, also je trockener das Fleisch auf der Oberfläche ist, umso besser hält es sich. Oder wenn es nicht verpackt ist, dann in einen Behälter, der was verschließbar ist. Dass das nicht verdorben ist, das kenne ich am Aussehen, sprich Farbe vom Fleisch. Gell? Also wenn es einmal grün wird oder was, dann ist es nicht mehr so. Oder wenn es schmierig wird auf der Oberfläche. Oder wenn der Geruch nicht mehr passt. Also wenn der sehr sauer ist oder eben einfach stinkt, wenn man so sagt. Wenn ich Fleisch daheim zubereite, soll ich das natürlich nicht mit Salat oder was weiß ich irgendwo vermischen auf dem Schneidbrädel oder vorher Fleisch zubereiten, nachher Salat zubereiten. Und halt wichtig war halt die Kühlung natürlich vorher einhalten. Wo ist beim Zubereiten vom Fleisch, sollte eigentlich das Fleisch auch warm sein, also nicht kalt. Man soll es vorher aus der Kühlung rausgeben, ein bisschen stehen lassen, dass er sich die Temperatur ein bisschen annimmt, dass er ein wenig wärmer wird. Und dann eben verkochen. Und wichtig ist halt eher durchkochen. Gell? Das ist natürlich bei einem Steak meistens nicht der Fall, aber es ist ein gewisses Risiko dahinter, sagen wir so. Pauschal kann man jetzt auch nicht sagen, dass es gesündere Zubereitungsarten gibt. Es kommt immer darauf an, wie oft man das konsumiert. Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt etwa maximal 3 Portionen Fleisch allgemein jetzt, also alle Arten von Fleisch pro Woche. Das sind insgesamt circa 300 bis 450 Gramm. Worauf man halt achten sollte, ist, dass man die Menge reduziert und vielleicht stattdessen auf andere Aspekte des Fleischkonsums achtet. Gerade beim Rindfleisch ist eben die Ethik spielt eine Rolle, die Ökologie spielt eine Rolle, die Qualität des Fleisches spielt eine Rolle. Vielleicht ist es ganz günstig, wenn man die Häufigkeit reduziert, dafür ein bisschen mehr Geld ausgibt für eine höhere Qualität des Rindfleisches, das man einkauft, aber dann eben auch diese gelegentlichen Konsum mit allen Sinnen und kompletten Bewusstsein entsprechend genießt. Und dann, wie gesagt, spricht auch überhaupt nichts gegen den Konsum von Rindfleisch.